Guten Morgen. Das bringt ein bisschen Kleinkram raus heute. Muss ein bisschen was verkaufen. Die Bücher kauft ja keiner mehr. Habe ich das letzte Buch, das ist ja schon ewig her. Oh mein Gott. Bücher liegen immer kostenlos auf der Straße, das ist das Problem. Bei mir kosten sie halt Geld. Was auch normal ist eigentlich. Tja, kommt der Kollegin hier. Erste Kunde heute. Ist eine Billigklingel, die überhaupt nicht funktioniert. Schauen wir mal, was wir da machen können. So halb läuft sie. Fortsetzung des diamantenen Albtraums. Nehme ich hier ein Hinterrad. Wie gesagt, das hört sich nicht gut an. Deswegen schauen wir uns das jetzt mal an. Übergreifend, Mensch. Das ist das Geheimnis. Spannungsbogen aufbauen und beim nächsten Mal weitermachen. Jo, Hinterrad ist raus in unter einer Minute. Alle trocken, da ist ja nichts mehr drin. Kein Fett, nichts. Rattert nur noch. So, und hier haben wir den Übeltäter. Also die Lager sehen ja alle noch schick aus. Noch nicht aussieht, blüht und nischt, aber hier. Seht ihr das? Gut, dass wir es auch gemacht haben, auf alle Fälle, weil das ist hin.
6. Ja, das ist doch wunderschön. Das Einzige, wie gesagt, was hier fehlt, ist dieses Lager. Dieses Lager ist kaputt. Und dann hoffe ich doch mal, dass ich dieses Lager hier noch da habe. Aber ich habe ja so eine Ersatzteilkiste. Da ist ja schon eine ganze Menge bei. Hört sich doch schon gut an. Descended. Ja, habe ich gestern nicht gefunden mehr. Ich hol gleich. Warte mal ganz kurz. Na, Wolfgang? Und meine Frau hat 10 Minuten für mich. Wahnsinn! Ja, nur zum Abstellen. Weil hier unten kommt jetzt Stahlwolle drin. Dann ich mach die Welle weg. Die Welle, bis hierhin habe ich sie schon. Jetzt hier mach ich weg. 10 Minuten hat meine Frau mir Zeit gegeben. Hab's nicht mal einen Film? Die Welle. Genau. Die Welle. Das geheime Symbol. Gib dir das an. Ein Hoch auf die Stahlwolle. Ja, aber so richtig hier ist es ein bisschen. Hier ist ehrlich gesagt nicht so gut wie drüben. Ich sag warum. Meinst du, das frisst hier rein? Nein, das wäre ja schlecht. Das wäre ja schlecht. Da muss ich heute ja alles abmachen hier. Entschuldigung. Hä? Entschuldigung. Na gut, haben wir. Ja, schlecht, hier geht das schlecht ab. Sieht man nämlich noch. Ich muss Benzin nochmal hinterher. Die Hauswand ist wieder fit. Tada! Hä? Jetzt baue ich wieder ein. Schauen wir mal, ob es was gebracht hat. Denk mal schon. Ey, wie geil ruhig! Wie geil ist das? Ich hab's ja gestern gehört, jetzt heute. Das Einzige, was man hört, ist Kettengeräusch. Perfekt. Genial, ich freue mich. Professor Dr. Frenkie, habe ich jetzt noch einen Kettenschutz hier angebaut, hier oben wieder. Den.
Ja, den wollt ihr haben. Das untere Teil halt nicht mehr. Aber das reicht ihm auch so. Jetzt kriegt er noch seinen Korb hinten drauf und der Sattel wird noch ein Stück höher verstellt. In der Höhe. Mal gucken, ob das mal geht. Weil ich versprochen, so leichtfertig. Oh ja, das geht. In der Tat. Das sieht gut aus. Jo, haben wir. Korb hinten ruf und das war's. Das ist ein Rennrad gewesen. Hier, da steht's. Okay, was ist jetzt da? Was muss gemacht werden? Das Hinterrad wird ersetzt. Ist ja schon raus. Okay. Weil das ist nicht zentrierbar halt, ne? Also da ist ein Takt drin, da reißen dann die Speichen weg. Das ist das Problem bei dem Ding. Okay, und was kostet der Spaß mich jetzt? Jetzt sind 120 sind das. Ab. Und jetzt schaue ich mal, was sich hier unter der. Centurion. Ei. So, alles was nicht mehr original ist, kann eigentlich ab. Das wäre in diesem Fall fast alles. Bremse und Schalthebel. Mensch, Kinder, es ist das laut hier. So, was ist denn das hier? Sunrace. So, erstmal alles ab hier von dem Rad, was defekt ist. Das ist eine erste Menge. Damit ist er gefahren mit dem Tretlager. Oh mein Gott. Wieder dabei bei der nächsten Lageröffnung. Wir eröffnen wieder ein Lager.
Nein. Siehst du? Dann auf Action? Hier, guck mal. Mann, kann ich doch nicht weiterfahren so. Ich verstehe das nicht, Leute. Ich nehme die drei. Und keine Ahnung, ob jetzt alles hast du gerade verlassen von mir, oder? Keine Ahnung, aber der kennt sich aus irgendwie mit Schienen. Das ist süß. Ja, alles klar. Das ist ja. Achso. Das ist jetzt keine Gabel. Speckstein, Speckstein, 1, 2, 3, 4, Speckstein. Atmosphäre steckt da. Ja, weißt du, wer jetzt. Der newest Anwärter auf Angies Laden ist? Oh Gott, Markus. Nee, Elmar. Elmar Fackel, der von Bugs Bunny? Ja. Elmar will jetzt dort einen Headstore machen. Was für ein Ding? Ein Kopfladen. Ein Hutgeschäft will er da machen. Mit der Gegenüber. Da gibt es doch schon einen Hutladen. Die schluckt da, meint er. Ist Elmar der Zuhälter der ehemalige oder was? Nee. Der Dienst nicht gut auf. Läuft. Dos, tres, cuatro. Ja, wir haben ordentlich Fett drauf. Na, das fühlt sich doch schon ordentlich an. Sozusagen Alterserscheinung oder was? Oh, Alterserscheinung. Du bist ja auch gefahren mit dem kaputten Lager. Wie kann man denn fahren damit, wenn es klappert? Wie kann man das machen? Was sag mal den Leuten da bei YouTube? Das ist der? Das ist mit Ton? Das ist mit Ton. Erzähl ruhig. Deine Leidensgeschichte. Geschichte des, wie ist es? Jungen Werther. Oh, bitte. Das ist Fahrradvideos mit Anspruch. Fahrradvideos mit Niveau. Regulierung. Niveau nach unten, weil wir sind schon im Keller. Tiefer können wir nicht mehr sinken. Guck mal wie auf Wikipedia. Vielleicht bin ich doch da was. Ja, das mache ich ja nur, damit du Geld sparst hier. Ja, das ist ja billiger. Und dafür ist er sehr berühmt. Ja, nur auf das Wohl der Leute bedacht. Bedacht, furchtbar, oder? Seit Anfang der 20er Jahre gibt es Namensschaltung. Das ist ja interessant. Ja. Das ist auch eine geile Kiste. Naja, die braucht man. Dein Arsch, ja. Dein Arsch ist auch eine geile Kiste. Ja. Hast du dich bekannt gemacht mit dem Gerät? Ja, ich habe erstmal alles weggebaut, was. Also, worüber wir geredet haben. Was kaputt. Ich habe nicht alles weggebaut, was kaputt ist, sonst wäre noch mehr weg. Eine Namensschaltung mit 5 bis 8 Gängen funktioniert generell am besten, wenn der Reisegang für flaches Gelände der zweithöchste Gang ist. Dreh mal, das fühlt sich an. Okay, nur zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Zur Hochzeit? Ja, quasi. Die Hochzeit der Ringe. So, noch nachziehen. Ich muss noch ein bisschen arbeiten, du ja auch. Du gehst jetzt noch arbeiten? Ja. Was machst du jetzt noch? Ich gehe jetzt in den Jugendhilfeausschuss Friedrichshain-Kreuzberg. Okay. Politik. Oh, okay. Da sitzen die Parteien. Darf ich da mitkandidieren? Ich meine, ich habe ja hier so ein Jugendhilfeprojekt eigentlich. Es ist auf jeden Fall eine öffentliche Sitzung. Kann jeder hinkommen, kann sich heute informieren, warum die Bürger was dagegen haben, dass an bestimmten Platz eine Kita gebaut wird. Ach, und warum? Weil da für Bäume gefällt werden müssen. Oder weil sich der Kiez dann verändert. Es ist nicht mehr so schön ruhig, weil die ganzen Eltern ja alle ihre Kinder mit Auto hinbringen.
Ist ja Parkprobleme dann? Tja, die müsstet ihr ja nicht geben, wenn man eine Spielstraße draus macht. Die dann irgendwie. Super, ja. Ich bin deiner Meinung. Ja. Guck mal damit rum, kann man sich melden. Stimmrecht hat man aber nicht als Gast. Ich hab Stimmrecht, ich bin da gewählt. Ja. Was ist dann die Stimme wert? Kann man die kaufen? Wie viel? YouTube heute. Ein Schlauchwechsel, mein Freund, umsonst. Am meisten sind die Parteien sich sowieso alle einig. Da sind wir uns einig, der ist nicht wert. Sagen Sie ihm, seine Stimme zählt nicht. Sagen sich die Parteien denn. Oder welcher Partei hörst du denn an? Ja, Kino, aber das ich bin von so einem Fachgremium da informiert worden. Von der AG 78, HZE. Das heißt, AG 78 ist ein Paragraph, der verpflichtet die öffentlichen Jugendhilfeträger mit den freien Jugendhilfeträgern zusammenzuarbeiten. Dafür gibt es einen Arbeitsgemeinschaft. Okay. Und das hat vor 10 Minuten angefangen. Oh. Ich geh mal hin. Wollte nur mal gucken. Du musst ja deine Pflichten wahrnehmen, sag mal. Tschüss. Ciao. Ich denke, Kino, du hättest das jetzt nicht sagen müssen. Ich guck mal. Ja. Achso, wir gucken mal morgen wieder rein, ja? Du kannst auch danach hingucken. Vielleicht ist es denn fertig. Ja, guck mal. Also, aber vor einer Weile hattest du mal deine Telefonnummer da draußen. Ich sag dir jetzt nicht laut. Meine Telefonnummer weiß jeder. Steht doch im Netz. Aber du kannst mich nicht anrufen, weil ich im Winter nur aktiv bin mit der Telefonnummer. Du musst schon vorbeikommen, bis 21 Uhr bin ich hier. Wenn ich es nicht schaffe, komme ich morgen. Der Jugendhilfeausschuss sieht meistens bis halb 10. Hm. Tschüss. Ciao. Bring einen Keks mit. Ich gucke mir jetzt ein scheiß Video an. Ja. Nein, du siehst aus wie Onkel Tom in Weiß. Du bist ja Onkel Tom. Nein, na Mensch, mit ja. Shalom Kakatom. Wo ist das hier? Hallo. Ja. Bist du septisch? Ach ja, ja stimmt. Ist siehst du, oder? Der ist ja krank. Na, ich auch immer. Jo. Selbst bei Suizid ist das hinten irgendwie bei 40 km/h Kette blockiert und dann ist das Ding komplett einmal reingebogen. Die Knete bei der voll reingeschlagen. Die ganzen Schleifen hat der Welt tot. Guten Abend. Ja, Hallo. Geschlagen. Oder so. Wirklich so wirklich, ne? So, wo ist denn das Rad? Wo ist denn der Patient? Crossfit? Ich bin recht. Crossfit. Hatte ich gerade ab. Also. Okay, war im Auto. War im Auto, ja. Ist ja auch trocken. Ist so nicht. Ja. Feigheit. Vor dem Feind. Ist ein Blatt? Richtig Blatt. Richtig Blatt. Naja, okay. So, was für Mäntel? Wo Mäntel? Die hast du nicht gekauft? Nee, die hab ich nicht gekauft. So, vorbei. Weiß nicht, es gibt von Spalte irgendwie so nicht plattbare Reifen oder sowas. Irgendwie Marathon Plus habe ich gesehen oder sowas, die gibt's. Ich will mir sagen, ob das Sinn macht. Mit dem. Ja, wenn du eine Lampe hast, da ist ja Reflektor meist mit drin. Ja, würde ich ja gerne dann anrechnen. Also, ach so, ja. Lass dran, wenn es geht. Wenn es nicht geht, ja, dann ja. Verwerte das. Ja. Ja, verwerten. Wenn du bist, ja. Reflektoren eigentlich, so eine Riesenkiste. Keiner fragt nach Reflektoren, außer du merkst immer, wenn Schulprüfung ist. Diese Fahrradprüfung in der Schule, dann kommen immer die Väter an. Hast du Reflektoren? Ja, ja, das ist immer genau der Zeitpunkt. Ja, ja, Schulprüfung. Ja, ja, genau. Weil der Titz ist immer Vorschrift. Vorne eben, hinten eben. Ist es Vorschrift? Also reichen nicht diese reflektierenden Reifen? Da streiten sich die Leute immer drüber. Ich weiß nicht, Polizist, weiß ich selber nicht. Also du brauchst in den Laufrädern die zwei. Vorne einen weißen, hinten einen roten, an den Pedalen vorne und hinten jeweils Bänder. Das ist die Reflektorengeschichte. Und hinten in den Reifen, also jeweils zwei. Achso, ja. Das ist ja ein klarer Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Das ist ein Sportgerät. Pferd musst du jetzt testen. Vielleicht nochmal nachstellen, wenn dann irgendwas sein sollte, aber ja, die Reifen, die könnten mal. Also der ist ja gut. Mhm. Also neueren Datums, aber der müsste wahrscheinlich. Was ist 17?
Hutchinson. Auch hier reißt er ein bisschen, ne? Demnächst mal, ne? Dann schicke mal eine Karte auf Defekte. Jo. Arbeiten unter erschwerten Bedingungen. So, das. Hat denn Thorsten eigentlich mit seiner Federjahre gemacht, die er sich erst gekauft hatte? Na, ihr wohl. So. Hat sich da ein anderer wieder eingebaut. Hat er? Nein, auf jeden Fall. Dass er das alte wieder eingebaut, seine Dirt Jump. Ist mir nicht aufgefallen, keine Ahnung, ich achte so wenig auf Fahrräder. Naja, ist ja jeden Tag welche. Ich hab zu viel damit zu tun, glaube ich. Deine Aufmerksamkeit bedürfen, ja. Ist doch so viel immer. So viel. So viel kann der Möbel einmal nicht haben. Einmal eine Woche bestellt, ey. Naja, das ist ja du, eine Woche. Das ist genauso wie mit anderen Fahrradläden. Also wenn er da vorbei ist, dann haben sie ja meistens auch keine Zeit. Die hast du gehört? Was hat die vorhin gesagt? Ja. Na, ja, siehst du, da hörst du mit dir auch. Also wissen wir ja nicht, wie die arbeiten. Was machen die? Hast du da Kaffeepause oder was? In Fahrrad? Naja, oder? Ich meine, ich bin ein Mechaniker, wenn du so willst, ja. Naja. Und habe hier manchmal ja wirklich volles Programm zu tun, von morgens bis abends. Jo. Und könnte bestimmt auch noch mehr. Weiß ich gar nicht. Nee, eigentlich arbeite ich immer so lange, bis es weg ist. Ja. Außer jetzt das, wo ich bestellen muss. Ja. Kann man das nicht vorstellen? Ja, das ich würde das gerne mal gucken. Müssen wir wirklich mal. Ja, aber da musst du mal sagen. Ich finde es eine Frechheit, dass die Narbe liefern ohne Zubehör, ey. Was für eine Narbe ohne Zubehör? Hier, na, wie können die denn die Narbe so liefern? Wie ist da keine Schaltung dran? Kein Luxi, der da oben aufkommt? Nicht mal eine Abdeckplatte, nicht ein Federring, nicht mal Achsmuttern sind dabei. Ich könnte kotzen, ey. Wahrscheinlich, das ist genau das Paket, was normalerweise immer hier dran hängt. Genau, das kannst du separat verkaufen. Und verkaufen jetzt separat die Fotzen, ey. Ja, Gott sei Dank habe ich hier eine Opfernarbe. Die schlachte ich jetzt aus dafür. Trotzdem ist es scheiße. Trotzdem ist es scheiße, ja. Weil ich hätte das jetzt ja eingebaut, weil ich dachte, ich habe jetzt alles. Ah, nö, habe ich nicht. BWF über, denkt mal eure... Ja, seid nicht so geldgierig, ey. Okay. Liefert wenigstens, oder dann macht nehmt mehr, meinetwegen, aber liefert doch alle zusammen. Was soll ich denn mit der halben Narbe jetzt hier? Das nützt mir ja nicht. Ich stehe da wie doof. Und nicht nur, weil ich doof bin. Nein. Sondern auch, weil er doof ist. Ja. Tada. Was ist denn Tom K? Ja, geliefert werden sie immer alle mit der kleinen Bohrung. Die meisten Felgen. Und dann muss ich sie aufbohren. Naturellement muss ich sie aufbohren. Cool, na gut. Fertig. Ja, für die Arbeit hier und... Ja, ein Ventil, na sag mal, hör mal, der Bau ja schön war, also... Puh, 15 Euro Ventil. Nein, das Ventil natürlich nicht, das kostet 1 Euro oder 2... 1,75 kostet so ein Ventil eigentlich. Eine Mark 75. Eine Mark 75. Mark. Na, dann rechnen wir jetzt 1 zu 1 100 Euro. Das kostet 1,75 Euro. Die Fernbedienung. Hallo. Was denn? Ja, komm rein. Bring Geld hinein. Ja, heute nicht. Wieso nicht? Der Fahrrad. Der Fahrrad ist doch fertig. Jetzt steht er noch da, dort im Eck, im Karrebuff. Mein Fahrrad? Ja. Ah ja, stimmt. Ja, stimmt. Ja, was ist los hier? Guck mal hier. Schön.
Jetzt ist vorbei. Jetzt ist Feierabend. Sag mal tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. Pinke, pinke, ich verkaufe Gartenstühle.